Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich stelle euch heute ein nicht mehr ganz so tolles Teilchen vor. Es ist schon sehr bezeichnend, dass ich da nie so eine Routine gefunden habe mit dem Produkt. Ich weiß, als ich das geholt habe, ist vielleicht jetzt ein Jahr bei mir oder so, ne, aber es stand ein paar Monate, stand es wirklich nur hier, weil ich schon von der Formulierung wusste, die ist ein bisschen fettiger. Das kannst du nicht im Sommer auftragen. Und das ist bei jemand, der halt eher eine ölige Haut hat, nicht so gut. Das ist das Ultra Sensitive Intensiv Serum. Das vorletzte Produkt aus der Reihe. Das letzte ist ja jetzt dieser Milky Toner, den ich hier auch habe, den ich auch noch testen werde. Ich weiß noch, als das rauskam, hat man sich noch gefreut, ah, neues Produkt und so. Und dann hat man dieses Wirkstoffmarketing noch nicht so für nervig empfunden. Aber jetzt ist es halt, also in meiner Welt ist es extrem nervig. Denn ja, es ist cool, mit einem Wirkstoff zu werben. Aber wenn der halt so schwach in dem Produkt nur drin ist, es ist halt fraglich, ob der Wirkstoff dann so viel anrichten kann. Also wir haben hier Q10, davon ist nicht so viel drin. Wir haben Allantoin, wir haben Panthenol, wir haben Hyaluronsäure, Ectoin ist auch drin. Ich würde gerne sagen, super toll, aber wie gesagt, ich habe inzwischen so viele Produkte, die eben dafür stehen, dass sie meine Haut ein bisschen beruhigen sollen. Da brauche ich nicht noch das hier. Und ich habe sehr schnell festgestellt, weil das ja eher so eine milchige Konsistenz ist. Ich mache es jetzt leer, aber verwende es als Creme. Denn ich finde es echt auch so von dem, was es kann, nicht so toll. Denn ich bin eher so jemand, der dann eher zu so wässrigen Formulierungen geht. Gerade wenn ich irgendwie eine gereizte Haut habe oder so, weil man gibt sich ja meistens tagsüber noch Sonnenschutz drauf und abends gibt man sich Creme drauf. Und Creme und dieses Produkt finde ich dann meistens immer ein bisschen schon zu speckig. Deswegen gehe ich halt wie gesagt her und verwende das jetzt gerade sehr ergiebig als Creme, weil ich es einfach leer haben möchte und ich habe auch damit irgendwie keine positive Erfahrung. Klar, ich habe auch keine negative Erfahrung, aber ich habe halt einfach auch das Gefühl, dass gerade Balea, die wollen mitspielen, bringen aber nur so laffe, lauwarme Produkte raus. Und wenn ihr mal guckt, von dem spricht überhaupt keiner mehr. Klar, Skincare ist eine schwierige Thematik, denn vieles funktionieren nur mit Hypes. Das ist mal Fakt, was auch irgendwie schade ist. Denn es lohnt sich auf jeden Fall auch mal ältere Produkte anzugucken. Und ich lasse mir nicht ohne Grund ein bisschen mehr Zeit mit so Sachen. Und bei dem ist es halt wie gesagt so, ich habe mir das, glaube ich, letztes Jahr im Sommer gekauft. Und da ist es, glaube ich, oder Ende Sommer ist es rausgekommen. Und da hat es schon geheißen, so, ah, die Formulierung ist ein bisschen speckiger und so. Und was halt dann danach Balea rausgebracht hatte, war dann alles irgendwie so ein richtig eher speckig. Ich mir halt auch gedacht habe, scheiße, ne, kann man nicht irgendwie eine Formulierung finden, die für alle Hauttypen gut ist? Weil am Ende sind ja wir Skincare-Leute ja Leute, die schichten, ne? Also die ja nicht nur ein Produkt auftragen, sondern die, die trockene Haut haben, die können ja dann noch im Nachhinein noch ein Produkt auftragen, was da so ein bisschen besser funktioniert, aber etwas generell schon so von der Formulierung her so speckig zu machen. Q10-Produkte, ich werde es euch mal unter das i legen, Q10-Produkte sollten eigentlich in der Regel ein bisschen orangener sein. Das hier ist ganz, 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 ganz hellorange, denn Ubiquinon hat die Eigenschaft, das ist, glaube ich, orange. Orange ist der das Ursprungsprodukt, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall entweder orange oder gelb. Und das Produkt, wenn die entsprechende Menge drin ist, ist dementsprechend dann auch eingefärbt. Klar, in der Vergangenheit gab es Marken,
die das so gemacht haben, dass sie auch nur ein bisschen reingetan haben und Farbstoff. Aber hier ist ja kein Farbstoff drin. Also es ist halt wirklich nicht viel davon enthalten, sodass du halt wirklich Anti-Aging-mäßig da so viel damit erreichst. Das definitiv nicht. Ich hoffe, das hört irgendwann mal mit dem Wirkstoff-Marketing auf, weil ich finde es echt super lästig. Denn man macht es dem Endkonsumenten nicht leichter, man macht es ihm schwerer. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, man will es dem Endkonsumenten schwerer machen. Und du hörst irgendwie auch niemanden mehr über dieses Produkt reden, weil es halt, es ist jetzt nicht schlecht, aber es gibt halt gerade in der Drogerie auch bessere Produkte, die halt wesentlich besser performen als das hier. Und ich gucke schon auch die ganze Zeit irgendwie bei meinem DM, stehen seit Ewigkeiten 10 von diesen Flaschen rum, da kauft halt keiner was davon. Es ist aber immer noch besser, wie als wenn du dir ein Produkt holst, was enorm parfümiert ist. Ne? Also dann lieber zu sowas greifen. Ich habe hier jetzt noch die Hälfte, ist bei mir noch drin. Das Geilste fand ich, also für den Preis, da kann ich halt echt gar nichts sagen. Das Geilste fand ich halt wirklich, dass wir hier einen Pumpspender haben. Ich kann mich noch an das Video von der Jenja erinnern, vor einem Jahr, glaube ich. Müsste ich jetzt gerade mal gucken, wo sie uns erklärt hat, dass ihr Produkt eben auch in einem Pumpspender ist und die Pumpspender halt einfach teuer sind. Es ist jetzt nicht der allerteuerste Pumpspender, aber dennoch Produkte, die eben in so einem, ja, in so einer Flasche daherkommen. Ich liebe das halt einfach, ne? Weil zum einen ist das Produkt geschützt, zum anderen hast du halt einfach die richtige Menge aus der Flasche draußen, aber daran merkt man halt schon. Das Produkt hat einen relativ niedrigen Preis. Das Endprodukt in der Flasche hat dann demnach auch nicht so unwahrscheinlich viel gekostet. Ja. Und dass man jetzt immer noch mit siebenfach Hyaluronsäure werben muss. Ich glaube, jetzt müsste eigentlich bei jedem fast angekommen sein, Hyaluronsäure ist eine coole Sache. Ich bin dann damals auch aus allen Wolken gefallen. Hyaluronsäure ist eine coole Sache. Ich liebe Hyaluronsäure immer noch. Funktioniert bei mir in Verbindung mit Niacinamid und Glycerin richtig gut. Aber du brauchst keine siebenfach irgendwas. Ein einfaches Hyaluronsäure-Serum reicht. Und wenn das bei dir funktioniert, super. Und hier ist es halt mit drin. Und ich würd mir wirklich mal wünschen, dass die Drogerie hergeht und so gescheite Wirkstoffe rausbringt. Also einzelne Wirkstoffe. So wie bei The Ordinary beispielsweise. Oh, das wäre echt super. Das wäre richtig klasse. Und ich bin mir sicher, da würde der ein oder andere auch ein bisschen mehr zahlen für. Vielleicht wollt ihr das mal umsetzen, das wäre mal richtig cool. Als das zigtausendste Serum mit allem drin, was nur beruhigende Eigenschaften hat. Also so viel Hautberuhigung braucht halt wirklich keiner. Oder hast du bessere Erfahrungen mit dem Produkt? Ich meine, ich habe jetzt keine schlechten gemacht, aber es ist halt auch nicht herausgestochen. Und wenn ich das nie in meine Routine gepackt habe, dann spricht das schon dafür, dass das Produkt relativ langweilig ist. Muss ich ehrlich sein. Hast du andere Erfahrungen gemacht? Wenn du super damit zurechtkommst, dann ist es richtig cool, ne? Also schreib das auf jeden Fall unten in die Kommentare, denn wir sind so individuell und unsere Haut reagiert so individuell. Vielleicht ist das dein Lieblingsprodukt und ich habe jetzt dein Lieblingsprodukt schlecht gemacht. Ich weiß es nicht. Also nimm es mir nicht böse, wenn das der Fall ist. Schreib mir auf jeden Fall deine Erfahrungen mal unten in die Kommentare. Wie gesagt, die darf gerne von meiner Meinung abweichen. Was würdest du dir von Balea Med noch wünschen? Jetzt ist ja der Milky Toner rausgekommen. Ich würde mir echt einen gescheiten, also einen gescheiten Ölcleanser, so ein Balm oder so würde ich mir wünschen. Aber das ist ja aus der Expert-Reihe rausgekommen zum Beispiel und das taugt dir auch nicht viel. Aber ich fände es irgendwie cool. Also, wie bist du damit zurechtgekommen? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.